Damit ich den Vlog, den ich letzte Woche gesehen habe, fertig machen kann. Ich hatte insgesamt 2 Stunden Videomaterial. Also ich habe jetzt gerade nur noch den Feinschliff gemacht dafür. Muss nachher noch das Thumbnail machen. Aber ich habe ein Date im Gym. Und zwar ein Reformer-Pilates-Date. Ich gehe dort gemeinsam... Sorry, es ist ultra windig. Ich gehe dort gemeinsam mit Kaya hin. Also mit der ich im letzten Vlog auch schon mich mal zum Landen verabredet hatte. Und genau, wir machen das zusammen. Das ist auch in einem Fitness First. Kann man irgendwie so eine Class machen. Bevor man Pilates, habe ich noch nie gemacht. Shit, ich sehe gerade, wir haben nur noch 9%, 8% Akku. Ich wollte euch nur ganz schnell erzählen, wie das Pilates war. Reformer Pilates war das, ja. Also, wenn es euch auf jeden Fall ein, falls ihr das nicht kennt. Aber ging 45 Minuten und die sind rumgegangen, als wären es 15 gewesen. Also es war richtig crazy. Die Zeit verging so schnell. Und es war sehr nice. Also die Class war ungefähr so zur Hälfte, glaube ich, belegt. Es waren jetzt nicht so ultra viele Leute, aber schon auch ein paar. Ich bin, by the way, gerade dabei, mir eigentlich Essen zu machen, weil ich habe übel Hunger. Ich werde eben auch nochmal schnell einkaufen. Aber ja. Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Genau, die Class, das war ultra cute. Das war so eine ältere Frau, die gemacht hat. Und die war so lieb. Also die hat voll viel dann geholfen und auch generell so supported. Und ich muss sagen, to be honest, ich habe es mir anstrengender vorgestellt. Irgendwie intensiver und wie gesagt, dadurch, dass es mir vorkam wie 15 Minuten, war es halt so voll ungewohnt für mich, muss ich sagen, weil jetzt gerade zum Beispiel so Gym-Workouts, da bin ich schon ein bisschen länger im Training halt einfach. Also, ja, aber war echt ganz cool und vor allem muss ich sagen, danach, also das haben Kai und ich beide gesagt, so der ganze Körper hat sich so durchblutet angefühlt. Also es war ein ganz anderes Feeling als nach dem Krafttraining, aber auch als nach dem Cardio. Also nach dem Cardio bin ich einfach... Da fühle ich gar nicht mehr. Ich komme halt raus. Aber also hier ist Joggen oder so. Da ist mein ganzer Körper einfach nur sore. Aber beim Krafttraining, ich meine, ich habe ja mein Training gesplittet. Das heißt, da ist dann immer so eine Muskelgruppe durchblutet. Und das war jetzt halt so ein, ich weiß nicht, ob, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal gemacht. Also ob es immer irgendwie so Ganzkörper Pilates ist oder ob man da irgendwie auch, zum Beispiel jetzt, du machst nur Reformer Pilates für den Bauch oder so. I don't know, ich muss sagen, Bauch war mir ein bisschen zu wenig. Bauch haben wir irgendwie nur eine Übung gehabt. Was ich sagen wollte, der ganze Körper hat sich so irgendwie gut durchblutet angefühlt. Also so, ich weiß nicht, man hat es richtig schön so überall gespielt. Und wie gesagt, so ein ganz anderes Feeling mal. Werde ich definitiv nochmal machen. Also wird nicht mein letztes Mal gewesen sein. Und ja, wenn ihr irgendwie Erfahrungen damit gemacht habt, dann sagt, also erzählt mir gerne mal, wie ihr so, also vielleicht macht ihr das ja auch regelmäßig oder so. Ich mache mir hier gerade, by the way, ein Joghurt. Ich habe mir einen neuen Joghurt gekauft. Ich habe meinen anderen schon leer gemacht. Jetzt habe ich diesen hier. Den kenne ich auch noch. Den habe ich damals auch immer gekauft. Deswegen ist es gerade so voll Memories für mich. Dann habe ich mir einfach so eine Packung von diesem Proteinpulver hier mit rein. Das habe ich von daheim mitgenommen. Das sind 30 Gramm, dass ich hier meine Proteins reinbekomme. Und Beeren habe ich mir nochmal gekauft. Achso, und habe ich jetzt irgendwie hier komplett gar nicht erzählt. War nach der Class waren wir auch noch bei dem Bondi Market. Und ich war damals da auch schon. Und irgendwie habe ich den größer in Erinnerung. Naja, ich wollte eigentlich auf diesen Gleed Market, aber der ist anscheinend nur Samstag. Und ich fliege ja nächsten Sonntag schon. Vielleicht schaffe ich das nächsten Samstag noch. Ich würde eigentlich schon ganz gerne hin. Muss mal sehen. Genau, aber jetzt machen wir hier erstmal mein Essen. Und ich habe eh nur noch 2 Punkte. Okay, ihr geht gleich aus. Also, wir haben heute Montag, den 13. Februar. Und es ist inzwischen 10 Uhr. Ich war relativ früh wach, weil eigentlich hätte ich heute so eine Surfstunde gehabt. Airbnb kann man ja auch so Unternehmungen buchen. Das habe ich auch schon häufiger gemacht. Also man kann, ihr findet eigentlich gefühlt in jeder Stadt, in der ihr auch Airbnbs findet, findet ihr auch Unternehmungen, die man buchen kann. Und ich mag das voll gerne. Und da hätte ich heute eigentlich eine Surfstunde gehabt. Aber gestern war es ja auch schon so ultra windig. Und heute ist es das leider auch. Also es ist super bewölkt und halt, wie gesagt, sehr windig draußen. Und ich bin noch nie in meinem Leben gesurft, deswegen, ja,
der Dude, bei dem das gewesen wäre, der hat mir auch geschrieben, ja, auch sonst an einem anderen Tag das machen möchte. Dass es voll fein wäre, dass es kein Thema ist, dass wir es dann lieber verschieben. Dementsprechend verschieben wir das auf Donnerstag. Ich bin super gespannt. Wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie Surfen überhaupt so ist. Ich bewundere das so krass. Also ich liebe das auch so zuzusehen, wie Leute surfen. Kann man hier ja auch besonders gut. Zweitens, absolut keine Ahnung, wie ich mich dabei anstelle. Also ich kann so gar nicht einschätzen, ob ich komplett inkompetent bin, was das angeht, oder ob ich es irgendwie einigermaßen hinbekomme. Also ich bin sehr gespannt. Das passiert auf jeden Fall Donnerstag. Da werde ich euch dann auch natürlich berichten. Ich glaube nicht, dass ich euch mitnehmen kann, weil ich offensichtlich im Wasser sein werde. Aber ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ich habe auch noch eine zweite Unternehmung gebucht für diese Woche, und zwar Mittwoch Blue Mountains. Jetzt gleich gehe ich mal so ein bisschen nach Surrey Hills und Paddington. Ich will dort einfach einen Kaffee fooden, dass ich nicht nur die Bondi-Cafés abgecheckt habe, sondern eben auch da ein bisschen. Gestern ja meinen ersten Reisevlog hochgeladen und mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie gar nichts mehr zu Bangkok gesagt habe. Deswegen dachte ich, mache ich das vielleicht hier noch kurz. An sich muss ich echt sagen, ich war sehr positiv überrascht von Bangkok. Mir hatten aber auch voll viele geschrieben, weil ich habe so auf Instagram gefragt, ob ihr Empfehlungen habt für Bangkok. Und da hatten einige geschrieben, ja, geh dort weg. So. Also, dass sie es voll ugly oder hässlich fanden dort und voll schmutzig und so. Und ich muss sagen, ich habe es gar nicht so dort wahrgenommen. Also, ich weiß nicht, ich war schon an deutlich dreckigeren Orten. Klar, es gibt, also so meiner Meinung nach, in jeder Stadt gibt es schmutzige Ecken, sagen wir es mal so. Aber so an sich war ich sehr positiv überrascht von Bangkok. Also ich habe sehr schöne Ecken dort so erlebt. Und viele waren auch so mit Thema Sicherheit und so. Ich muss sagen, ich habe mich dort eigentlich ziemlich sicher gefühlt. Kommt natürlich auch immer drauf an, wo man sich aufhält. Und man muss ja auch dazu sagen, ich war jetzt nicht wirklich nachts unterwegs oder so. Halt nur echt laut und viel und heiß, diese Stadt. Vor allem so von einem 10-Stunden-Flug aus einem kalten Deutschland in so ein 30 Grad absolut schwüles Bangkok. War schon ein bisschen heftig. Und dann halt auch von dort aus dann direkt nochmal weiter mit einem 10-Stunden-Flug hierher. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal so machen würde. Also so an sich, ich für meinen Teil war sehr positiv überrascht von Bangkok. Aber es ist vielleicht auch immer so, ja, ich habe gar nicht irgendwie so viel davon erwartet und dementsprechend konnten meine Erwartungen übertroffen werden. Aber wenn man halt voll viel davon erwartet und dann, ja, ihr wisst, was ich meine. Weil ich mir tatsächlich vorhin spontan eine Class gebucht habe bei Barry's Bootcamp. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Die gibt es, glaube ich, überall auf der Welt. Ich habe hier so eine App, ClassPass, wie auch immer heißt die. Da kann man 30 Tage lang kostenlos testen. Das nutze ich natürlich aus und habe hier entdeckt, dass es Barry's Bootcamp eben halt auch hier gibt in Sydney. Ich glaube, 3 Spots haben die. Und da habe ich mir jetzt eine Class für Freitag gebucht, genau, in Surrey Hills ist es dann. Und dann dachte ich mir, okay, dann gehe ich, wenn ich eh dann Freitag dort bin zu dieser Class, kann ich auch danach dann dort irgendwie noch die Gegend ein bisschen erkunden und stattdessen mal hier der Innenstadt, wenn man das so nennen kann, einen Besuch ab. Also ich war jetzt das erste Mal, ich bin seit der Woche hier, aber es ist das erste Mal bei der Oper, kurz Harbour Bridge. Und ja, davor bin ich durch Paddington halt durchgelaufen. Also da läuft man eh oder kann man eh durchlaufen, wenn man von Bondi in die Stadt läuft. Also vorhin, als ich in die Stadt reingelaufen bin, das war so direkt so, also ich habe alles direkt so wiedererkannt und wusste, wo ich hin muss und sowas alles. Also, ach, irgendwie voll das schöne Gefühl gewesen. Nicht bei euch gemeldet, weil es literally den kompletten Tag geregnet hat. Also es hat zwischendurch mal kurz aufgehört. Da bin ich los und habe mir einen Chai Latte in einem Café gegönnt, aber ansonsten wirklich komplett geregnet. Deswegen habe ich heute einiges am Laptop abgearbeitet, weil ich ja morgen auch den kompletten Tag unterwegs bin. Also ich habe ja morgen den Trip zu den Blue Mountains.
bin ich auf dem Weg in eine Barré-Class. Ich habe euch ja erzählt, in diesem Class-Pass kann man so Classes buchen und das habe ich jetzt bei Lean Bean gebucht. Das wurde mir irgendwie auch empfohlen, glaube ich, von einer Followerin. Und irgendwo habe ich das auch schon mal gesehen gehabt davor. Vielleicht bei irgendeinem Influencer, ich weiß es nicht. Genau, aber da habe ich mir jetzt spontan eine Class gebucht. So, Friends, ich bin auf dem Rückweg von meiner Class. Und ich sag's euch, ich hätte gestern nicht Beine trainieren sollen, weil es war super anstrengend und hauptsächlich beinfokussiert. Also ich hatte ja auch hier wieder erwartet, dass es mehr auf die Apps geht, aber nein. Also es war wirklich sehr auf die Beine fokussiert, auch mit so Jumps und so, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich die Jumps oft ausgelassen habe. Ja, aber es war super nice. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war so ein bisschen wie so ein YouTube-Workout eigentlich, also vom Prinzip her, so von den Übungen her und so. Wir hatten halt Ankle Weights dran und Resistance Bands. Ich habe mir jetzt hier noch so zwei Sushi-Rollen geholt, weil da gibt es immer so ein Angebot bei diesem einen Stand. Kriegt man zwei für $5, was einfach bisschen mehr als 3 Euro sind. Das ist wirklich echt fresh. Ja, habe ich mir die Tage auch schon mal geholt gehabt, war super lecker. Und yes, ich laufe jetzt zurück ins Airbnb und inzwischen haben wir, glaube ich, auch schon kurz vor 7. Ja, good morning. 6.30 Uhr. Ich bin auf dem Weg zur Busstation, Zugstation, whatever, weil ich zum Treffpunkt fahre. Ich hatte euch ja erzählt, heute geht es zu den Blue Mountains und genau, Treffpunkt ist in der Stadt, heißt, ich brauche eine Stunde hin. Original artwork colors. So cool. Not soft anymore, it's hard. The animals that eat this, that come in there, birds with long beaks can get in. Small mammals like possums and little kangaroo rats and animals like that can go in there and they can get in there with their tongue. All these bits are the flowers where the cockatoo just eats it. It just really messy sort of. See the tail? Beautiful tail. The only way that this could become a rock in that shape is that it was hot and pressure, and that happens in volcanoes. One tree destroyed by lightning. 1, 2, 3, 4. 4 new trees grew from the same root system. See how it's got red in the tail? Yeah. This is called a black glossy cockatoo, which is even more rare than the ones we saw this morning. And you know how I reckon, how I found it? I heard him eating. Ich sehe gerade überhaupt nichts, weil mein Bildschirm genau hinter der Bettkante ist. Also keine Ahnung, ob das
Surrounding hier gerade passt. Aber wir haben offensichtlich schon den nächsten Tag. Ich wollte aber abschließend zu gestern noch was sagen, also zu der Tour und allem. Es war super, super schön. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr in Sydney seid, die Blue Mountains zu machen. Und genau die Tour, die ich gemacht habe, kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Also bei gerade der Person, bei der ich es gemacht habe. Das war auch über Airbnb eine Experience. So langsam komme ich mir vor, als hätte ich ein Airbnb, als wäre das hier eine Zusammenarbeit. I wish. Wir waren halt echt eine kleine Gruppe. Wir sind auch einfach mit seinem Auto hochgefahren auf die Blue Mountains. Wir hatten auch am Anfang echt schlechtes Wetter. Das heißt, da hat er dann also so Pläne ein bisschen durcheinander geworfen, damit wir es halt ans Wetter anpassen können. Also es ist kein so Standardprogramm. Der schaut immer Tag für Tag einfach, wie die Bedingungen sind, wie die Leute so sind, worauf sie Bock haben, was er dann draus macht. Und das finde ich halt so super nice bei sowas. An sich, also wir sind, glaube ich, 40 Minuten straight erstmal reingefahren, bevor das dann halt anfing, dass wir irgendwie so Spots abgeklappert haben. Die gingen super schnell rum. Also auch zum Beispiel die Rückfahrt. Ich habe mich die ganze Zeit mit ihm unterhalten, sodass er dann halt auch einfach eine Ausfahrt verpasst hat. Und sowas passiert ihr wisst, ich bin introvertiert. Sowas passiert mir sehr selten, dass ich jemanden, den ich noch nicht kenne, so durch ein Gespräch ablenke, dass die Person eine Ausfahrt verpasst. Hat sehr viel Spaß gemacht, kann ich sehr empfehlen, diese Tour bei ihm. Ich werde es euch auf jeden Fall verlinken. Genau. Ja, das wollte ich dazu einfach noch gesagt haben und ich bin jetzt schon ready gemacht. Ich sitze hier im Badeanzug, weil ich gehe surfen. Im Rückweg. Ich glaube, meine Frise sieht ein bisschen wild aus hier oben. Ja, das ist noch vom Surfen. Es war sehr, sehr nice. Ich bin tatsächlich auch zweimal auf dem Board gestanden. Also ich bin sehr stolz auf mich. Bin keine Wellen geritten, aber das habe ich auch nicht erwartet, dass das heute passieren wird. Aber ja, ich habe es auf jeden Fall geschafft, im Wasser in einer Welle darauf zu stehen. Auch wenn ich ein paar... Also ich bin so literally 2 Sekunden drauf gestanden und das war es dann auch wieder. Aber das war das Ziel für heute und ich habe es erreicht. Deswegen bin sehr stolz auf mich. Genau, war an sich auch sehr, sehr nice. Also der Dude war sehr nett. Kann ich euch dementsprechend auch gerne verlinken. Und yes, danach habe ich mich noch ein bisschen an den Beach gelegt, weil heute super schönes Wetter ist. Also heute ist so, wie ich eigentlich gedacht habe, dass es die ganze Zeit sein würde. Ja, habt ihr ja mitbekommen, war es nicht. Aber heute ist richtig, richtig schön. Und genau, deswegen lag ich gerade noch ein bisschen am Beach, habe mir eine Acai-Bowl geholt bei D-Bowls. Das wollte ich die ganze Zeit noch ausprobieren. Was mich nur gestört hat, war, dass es sehr teuer war an sich schon. Und man muss einen Aufpreis zahlen, wenn man die Bowl ohne Zucker haben möchte. Wo ich mir so denke, warum? Also es gibt halt ein Acai-Püree mit Zucker und eins ohne. Hello, wir haben Freitag. Ich bin dabei, mich ready zu machen für Barry's Bootcamp. Hatte ich euch ja, glaube ich, erzählt. Habe ich heute eine Class gebucht. Es gibt ja 3 Locations hier in Sydney. Ich bin in Surrey Hills. Yes, ich bin sehr gespannt, was das wird. Und ich weiß nicht, ob auf der Kamera sieht man es nicht so gut. Aber ich habe hier einfach am Hals einen Sonnenbrand, meine Wangen ein bisschen und auf der Hand. Also auch nur auf der nicht, auf der hier. Vom Surfen gestern. Richtig bescheuert. Aber naja, it is what it is. Bin hier gerade, by the way, auch schon am Riegel snacken. Ich so Hunger habe irgendwie und ich will jetzt aber vor dem Running-Dings, was ich da gleich machen werde, kann ich keine Mahlzeit essen, sonst reihe ich da alles voll. Deswegen gibt es jetzt einfach schnell einen Riegel, meinen Riegel. Den habe ich hier, by the way, im Kühlschrank gelagert, weil ich glaube, sonst wäre das nicht so gut mit der Schokolade. Also diese weiße Schokolade, die um meinen Riegel ja ist, die ist ein bisschen, also die hat einen, sagen wir es so, sie schmilzt einfach ein bisschen schneller. Deswegen habe ich meine Riegel hier im Kühlschrank gelagert. Die schmecken aber sehr geil aus dem Kühlschrank, muss ich sagen. Also auch in Deutschland könnt ihr den gerne aus dem Kühlschrank testen. Ich kriege meinen Schuh jetzt. Okay, gut, wir sehen uns später. Okay, ihr steht hier gerade sehr gefährlich. Ihr steht auf einem Geländer und lehnt noch an der Wand. Ich sitze gerade in so einem Hauseingang, weil wenn ich jetzt an der Straße lang laufe und mit euch nebenher rede, dann wird das super unangenehm. Das heißt, bin ich dann mit meinem Workout offensichtlich. ich bin echt da. Das war so mit eins der härtesten Workouts, die ich je in meinem Leben, glaube ich, gemacht habe. Und auch wirklich, ich habe so geschwitzt. Ich bin irgendwann echt einfach nur noch getropft. Aber es war geil. Also ich, ja, es war geil. Ein bisschen anders, als ich es erwartet hatte, weil wirklich da jeder so sein eigenes Ding macht. Ich dachte irgendwie, das sei mehr so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich gedacht habe. Aber also ich finde es geil, dass jeder sein eigenes Ding macht, weil ich liebe das ja, wenn man so für sich selber sein Ego
durchziehen kann und sowas alles. Also man hat halt sein eigenes Laufband, dann hat man sein Weight Space da jetzt gehabt. Also ich hatte ja dieses Total Body heute. Du konntest halt immer wählen. Du hast halt eine Range vorgegeben bekommen, was jetzt gerade stattfindet. Und für Beginner konntest du dann halt weniger, mittel oder hoch machen. Und genau, ich muss auch sagen, ich sag's nicht ganz ehrlich, ich habe manchmal auch einfach komplett nicht verstanden, was wir jetzt gerade machen müssen. Hab einfach geguckt, was die anderen gemacht haben und das nachgemacht. Also wenn ihr sowas auch irgendwie im Ausland macht, dann scheut euch nicht davor, sowas trotzdem zu machen. Wie gesagt, ich habe manche Sachen auch einfach nicht verstanden. was muss ich tun? Einfach geguckt, was die anderen gemacht haben. Und das ist doch auch easy. Also da guckt niemand auf irgendwie anderen. Die Musik ist halt geil, so wie gesagt, die Atmosphäre an sich, dass es halt so dunkel ist, dann ändern sich auch die Lichter zum Beat teilweise und sowas alles und halt auch zu dem, was du jetzt gerade machen musst, also zum, wenn du irgendwie noch Sprints machen musst oder keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall eine Erfahrung für sich, kann man echt so sagen. Was ich vorher gemerkt habe bei dem ClassPass, ist es nicht so, dass ich einen Monat lang so viel machen kann, wie ich will. Man hat eine gewisse Anzahl an Credits. Also ich kann nur noch eine Class machen im Prinzip, also komplett überhaupt eine Class machen in meinen 30 Tagen, weil ich ja zwei schon gemacht habe. Ein bisschen sad, weil ich glaube, je nach Workout werden unterschiedlich hohe Credits abgezogen. Also ich glaube, dieses Berries hat jetzt zum Beispiel relativ viele Credits weggemacht. Ja, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall worth it. Also ich würde auch tatsächlich dafür zahlen, weil es ist echt, echt geil gewesen. Also eine richtig coole Erfahrung, Atmosphäre und ja, wie gesagt, also sehr, ich bin, ja, es war sehr sweaty. Mein Smoothie hier, by the way, den habe ich auch dort bekommen. Hatte ich mir einen Smoothie am Anfang bestellen schon. Und der war dann bereit, wenn man fertig war. Dadurch, dass es, wie gesagt, meine erste Class bei Berries war, muss ich da jetzt echt bezahlen. Also auch richtig, richtig nice. Ich habe jetzt hier so ein Mokkalicious genommen. Das ist mit Banane, Kaffee. Was ist hier noch drin? Gerade random in so einem 1-Dollar-Shop entdeckt. KitKat mit Biscoff. Und ich liebe Biscoff, deswegen konnte ich nicht dran vorbeigehen. Aber man schmeckt leider nicht so viel Biscoff. Die Aussage zurücknehmen. Hier schmeckt es doch ziemlich nach Biscoff. Hier ist diese fette Schicht. Love it.